Willkommen bei FCS Block Kompakt an diesem eher ungewohnten Ort, dem Ludwigspark. Hier habe ich nämlich noch gar keine Folge aufgezeichnet. Wer aber bei Magenta zugeschaut hat, weiß, dass ich in der Halbzeit zu Gast war und da schon ein wenig meinen Senf kundgeben konnte. Aber das mache ich natürlich auch nochmal für euch hier. Carsten Pilger mein Name und ich war bei der Begegnung des ersten FC Saarbrücken gegen den MSV Duisburg. Ein erwartet hartes Drittligaspiel, aber ich will erstmal mit den generellen Eindrücken hier vom Stadion anfangen. Was mich echt überrascht hat, ist, wie abgeschirmt dieser Spielbetrieb der dritten Liga ist. Also man kommt auch nicht nah genug ran ans Stadion, um da als Kiebitz so irgendwie in diese offenen Ecken reinzublicken. Das hat, glaube ich, nur einer geschafft, der relativ weit entfernt da auf der Höhe Rosa Haus, da hinter dem ehemaligen Gästeblock stand. Sonst kommt man hier wirklich nur rein, wenn man einen Grund hat. Also wenn man zum Orga-Team gehört, zur Presse, so wie ich heute, oder halt zu den Delegationen der Mannschaften. Die Atmosphäre, die ist dann auch ein bisschen anders als bei einem normalen Spiel. Es hat eher wirklich was von unteren Ligen, aber der Fußball da unten auf dem Rasen, der ist ja wirklich ein ganz anderer. Also man hört jeden Kommentar auf der Haupttribüne. Das ist auch überraschend, dass dann teilweise von der Pressetribüne Äußerungen kommen wie von ganz normalen Fans. Das sagt, glaube ich, sehr viel über unseren Sport, den wir so alle verfolgen, aus. Genauso von Delegationen, da wird echt mitgefiebert. Da wurden auch zu Beginn die paar Aussetzer von Steven Zellner heute sehr lautstark kommentiert. Das ist nicht der Fußball, den ich so zukünftig haben will. Es ist auch als Ersatzdroge nur so halbgar. Ich merke wirklich, da fehlen halt die Fans im Stadion, aber uns allen ist auch klar, solange es da ein Infektionsgeschehen in der Art gibt und nicht genügend Impfungen, hat das ja auch seinen Grund, dass wir nicht ins Stadion können. Aber ich fange mal mit dem Sportlichen an. Der FCS, wie in der letzten Partie ohne Sebastian Jakob. Jetzt kann ich wieder philosophieren über die Dreier-, Vierer- oder Fünferkette. Da wurde auch in der Presselandschaft heftig debattiert zu Beginn. Ich saß neben Aaron Wollscheid vom Kicker, Grüße, der früh meinte, das ist doch eine Dreierkette. Dann hat man geguckt, nein, 4-4-2 mit einer Raute, um es vielleicht ein bisschen weg von den taktischen Schemata zu bringen. Also was auffällig war, dass hinten vor allem Manuel Zeitz sich öfters mal hat fallen lassen und dann von hinten raus wieder mit nach vorne gegangen ist. Da sah es manchmal auch aus wie eine Dreierkette, aber tatsächlich würde ich sagen, war das die meiste Zeit über die Viererkette. Ganz normal in der Abwehr, im Mittelfeld, auch häufiger mal variiert. Zu Beginn hat man angefangen mit Guras und Schipnowski als eine Art Doppelspitze, hat dann irgendwann zum Dreiersturm umgestellt. Aber ich glaube, in so einem Spiel wie heute, so oft habe ich diese Variation nicht gesehen. Und klasse war natürlich das 1:0 vor der Pause, super Pass von Manu, grandios abgelegt von Niklas Schipnowski. Und Julian Günther Schmidt ist ja sowieso unser Mann, der es vorne klingeln lässt. Was ich noch lobend erwähnen will, zumindest mal bis zu der Auswechslung von Schipnowski, gute Besserung. Ich hoffe, es ist nichts zu Schlimmes. Das weiß ich jetzt hier nicht, weil ich gerade meinen Aufsager mache. Der hat so ein paar Züge heute gehabt von einem Sebastian Jakob, dass er auch mal dem Gegenspieler so natürlich im legalen Bereich einen mitgegeben hat, den gebunden hat und auch sehr mannschaftsdienlich war. Gerade die Ablage für Julian Günther Schmidt, super. Die zweite Halbzeit startet dann mit dem MSV, der in der ersten Halbzeit zwar einen besseren Spielaufbau hatte, aber nichts Zwingendes fabriziert hat, eher von Fehlern profitiert hat. Und in der zweiten Halbzeit hat er dann versucht, mehr über die Außen zu gehen und hat dann auch nach der zweiten Aktion, glaube ich, Glück, dass da Stoppelkamp den Ball reinmacht. Also was heißt Glück? Das ist natürlich Können. Aber dann steigert sich der FCS in so einen Rausch. Da fällt es mir auch so ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten, wenn ich ganz ehrlich bin. Das könnte ich wahrscheinlich sogar im Fernsehen besser. Jedenfalls muss Schipnowski raus, aber man schafft es wirklich durch diese taktische Varianz vorne und auch durch eine individuelle Schnelligkeit von Minos Guras. Also das ist ja Wahnsinn, was der Junge wegrennt, schafft man es halt, die Dinger vorne zu machen. Spannende Begegnung. Ich weiß, Duisburg steht in der Tabelle nicht hoch. Das war ja mal ein Team, was gestartet ist mit Aufstiegsambitionen. Jetzt ist die Frage, versuchen wir es wieder mal oben? Ich würde die so beantworten, alles kann, nichts muss. Über diesen FCS kann ich mich als Fan nur freuen. Über dieses Stadion wiederum an so einem Abend vielleicht. Die Frage ist halt, wie das im praktischen Betrieb hält
Was auffällt, dass da wirklich auch einige Baumängel sind, gerade auf der Pressetribüne ist das echt sehr eng konstruiert. Das sind jetzt Sachen, die die Fans eigentlich gar nicht so kümmern, weil die betrifft das auch nicht. Aber ich denke, das wird spannend, wenn wir mal hier dauerhaft quasi als Mieter einziehen. Und da bin ich auch mal auf eure Erfahrungen gespannt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.